Lilla Torge. In der Altstadt von Malmö befindet sich der kleine Marktplatz Lilla Torge. Der Platz wurde 1590 angelegt. Um ihn herum stehen viele kleine alte Häuschen mit Geschäften, Restaurants und Bars. Lilla Torge heißt übersetzt kleiner Platz. Dom zu Linköping. Der Bau des Linköping-Doms begann im Jahre 1230 und dauerte über 250 Jahre. Wegen der langen Bauzeit findet man im Dom verschiedene Baustile, wie zum Beispiel gotische und romantische Teile. Die mittelalterliche Kathedrale ist eine der bestbewahrtesten in Schweden und zudem die Bischofskirche von Bistum Linköping. Stockholms Rathaus. Stockholms Stadshus wurde von 1911 bis 1923 erbaut. Auf dem 106 cm hohen Eckturm ist das Reichswappen Trikronor zu sehen. Man kann die 365 Treppenstufen erklimmen, um auf die Turmspitze zu kommen und einen wunderschönen Ausblick über die Stadt zu haben. Auf der Turmterrasse, die über der Aussichtsplattform ist, stehen die vier Heiligen Maria Magdalena, Sankt Erik, Sankt Nikolaus und die heilige Klara. Darüber befinden sich die 9 Turmglocken. Das Rathaus ist zudem der Sitz des Stadtparlaments und der Stadtregierung. Eishotel in Jukkasjärvi. Im schwedischen Lappland befindet sich das älteste Eishotel der Welt. Seit 1991 ist das Hotel stetig gewachsen und umfasst mittlerweile 60 Räume für 140 Gäste. Innerhalb der 30.000 Tonnen Schnee und den 40.000 Tonnen Eis wird es bis zu minus 5 Grad kalt, währenddessen es draußen minus 30 Grad hat. Jedes Jahr wird das Eisgebäude ab Oktober neu gebaut und ist von Dezember bis April geöffnet. Wikinger-Siedlungen Birka und Hofgården. Etwa 30 Kilometer westlich von Stockholm liegt die Insel Björkö, auf der wiederum die Wikinger-Siedlung Birka liegt. Diese war 200 Jahre lang, nämlich vom 8. bis zum 10. Jahrhundert, der wichtigste Handelsplatz Skandinaviens. Birka wurde 750 gegründet und war eines der wichtigsten Handelszentren im damaligen Europa. Die Siedlung wird wegen ihrer vielen Grabhügeln auch die Stadt der Toten genannt. Hofgården liegt auf der Nachbarinsel Adelsö und war höchstwahrscheinlich der Königssitz zu dieser Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt mich gerne abonnieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!